Artikelnummer SCP-053, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-053 ist in einer Verwahreinheit mit den Mindestmaßen von 5x5x5 Metern unterzubringen. Es ist darauf zu achten, dass die Einheit genügend Bewegungsfreiheit bietet. Spielzeug, Bücher, Spiele und andere Freizeitgeräte sind in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen und alle 3 Monate auszutauschen. Bettwäsche, Badezimmer und medizinische Einrichtungen sind jederzeit zu pflegen. Das Essen sollte 3x täglich bereitgestellt werden und 2 Snacks sind auf Wunsch erlaubt. Körperkontakt mit SCP-053 ist nur mit einem gasdichten Schutzanzug und Blickschutz erlaubt. Unter keinen Umständen darf Blickkontakt mit SCP-053 aufgenommen werden. Alle Objekte, die SCP-053 Personal überreicht, dürfen mitgenommen werden, müssen aber direkt nach dem Verlassen zur weiteren Untersuchung unter Quarantäne gestellt werden. Nur ein durch ein Sicherheitsseil aus Stahl gesicherter Mitarbeiter darf sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Raum aufhalten. Jede Person muss innerhalb von 10 Minuten nach Betreten der Verwahrung SCP-053s Einheit wieder verlassen. Mitarbeiter, die anfangen, unberechenbares Verhalten zu zeigen, zu schreien oder zu versuchen, SCP-053 zu packen, sind sofort zu entfernen und unter Quarantäne zu stellen. Alle Personen, die versuchen, ihren Anzug auszuziehen, sind ebenfalls zu entfernen und unter Quarantäne zu stellen. In SCP-053s Verwahreinheit sind keine scharfen Gegenstände oder Schusswaffen erlaubt. Beschreibung: Bei SCP-053 scheint es sich um ein kleines, 3-jähriges Mädchen zu handeln. Sie ist zu einfacher Sprache fähig und scheint in ihrer mentalen Entwicklung leicht überdurchschnittlich zu sein. Sie besitzt eine allgemein umgängliche Persönlichkeit und wirkt selten verärgert, da sie nur durch die Anwesenheit von Personengruppen aufgeregt wird. Jeder Mensch über 3 Jahren, der Augenkontakt mit SCP-053 aufnimmt, sie körperlich berührt oder länger als 10 Minuten in ihrer Nähe bleibt, verfällt schnell in irrationales Verhalten, Paranoia und Mordlust. Die meisten, wenn nicht sogar alle dieser Gefühle werden auf SCP-053 gerichtet und die betroffenen Personen versuchen, SCP-053 zu töten, nachdem sie zuerst alle für sie sichtbaren Menschen getötet oder vertrieben haben. Diejenigen, die dann versuchen, SCP-053 zu töten, erleiden Herzinfarkte oder Anfälle und sterben nur wenige Sekunden, nachdem sie SCP-053 physische Schäden zugefügt haben. SCP-053 regeneriert nahezu sofort jede Verletzung, unabhängig vom Schweregrad. SCP-053 scheint diese Effekte völlig zu ignorieren und ignoriert alle davon betroffenen Personen. Befragt man SCP-053 über diese Effekte, hat man bisher keine Antwort erhalten.